Hey Leute, also, willst du da draußen und willkommen zum Tutorial von dem Persistent Perk PhD Flopper. Es gibt ja auf der Map hier auch wieder sehr viele Persistent Perks und ich habe die hier ganz vergessen anzusprechen. Und ja, PhD Flopper kommt zwar nicht als richtiges Perk, aber als Persistent Perk, und das bekommt man, indem man Fallschaden nimmt, aber der Bildschirm muss so kurz ein bisschen rot sein. Und dann kommt eigentlich immer diese grüne Rauchwolke. Bei mir kam aber nur so ein Geräusch und mein Charakter hat was gesagt. Dann habe ich halt PhD Flopper bekommen und wenn man halt einen Dolphin Dive macht, kommen wieder die Nuke um einem drum rum und Splash Damage von der Granate ist nicht da. Also auch wenn man mit einer Raygun dann auf den Boden schießt, gibt es auch keine Splash Damage. Ja, aber leider, wenn man die Granate in der Hand hält, stoppt man trotzdem. Na gut, wer hält auch schon eine Granate in der Hand? Also ich nicht. Gut, und das verliert man wieder, indem man ganz normal Fallschaden nimmt. Ihr seht hier, ich springe runter, bekomme Fallschaden, mein Bildschirm wird kurz rot und dann kam auch so ein Wegfallgeräusch von diesem Perk. Und ja, also wenn man irgendwo runterspringt, dann mit einem Dolphin Dive runterspringen, damit man dieses Perk nicht verliert. Ich habe dann am Ende gesehen, ich habe dann gleich einen Dolphin Dive gemacht und diese Nuke kam nicht mehr drumherum. Das soll es von diesem Video gewesen sein und man sieht sich wie immer im nächsten Video.